Wir haben heute einen Quotenweißen dabei. Ich hab mich wie so ein Lämmer an, ist voll traurig. Wir sitzen heute mal zu dritt wieder da, weil wir einer Sache ganz klar auf den Grund gehen möchten. Und zwar findet Akinator unseren Crush. Das war voll cool. Also Akinator weiß ja so einiges und kann da auch so ein bisschen in unsere Seele reinschauen. Das nutzt man natürlich aus. Es ist ein Crush und ihr müsst wirklich meinen Crush rausfinden. Nee, Akinator findet deinen Crush raus. Das ist auch nicht irgendwie konjunktiv oder so, sondern er macht es. So, wir machen einfach mal. Wer will zuerst seinen Ladies Crush finden? First. Ladies first. Wir sind. Also wir beide. You can feel this is bullshit. We gonna fuck up the optics, drop it. Nobody around is gonna stop this. Flyer than the plane, yeah, this is my rocket. Full power mode, cause I'm sitting in the cockpit. Got the box in my pocket. So, wähle die nächste Spielthematik. Perfekt, ist eine Figur. Ist deine Figur männlich? Ja. Was denn? Was denn? Ja, nee, ist okay. Ja, ist okay, gut. Ist deine Figur deutscher YouTuber? Nein, du bist es nicht, tut mir leid. Ah, scheiße. Okay, das haben wir nochmal neu anfangen. Ist deine Figur durch Fußball bekannt geworden? Auch nicht, nee. Das ist nicht Trimax. Trainieren zwar. Oh Gott. Ist deine Figur älter als 25? Nein. Ich würde es cooler finden, wenn die Person ein bisschen jünger wäre als ich. Deswegen. Ja. Ja. Ist ja jetzt gerade noch alles okay. Warum ist stammt deine Figur? Stammt deine Figur aus deiner Familie? Oh, jetzt ist also, nur worauf du stehst. Also, ne, manche stehen ja auch darauf so, ne? Auf was? Auf was genau jetzt? Ja, was mit Familienangehörigen zu haben. Ich weiß ja nicht, ja, wie, ich klar, will gibt's bestimmt welche. Nix shamen hier. Ja, ab. In deiner Welt. nein. Nein, okay, du bist. Oder aber ein bisschen unsicher bist du ja schon. So. Nee, also schon, nein. Ich bin mir schon sicher. Okay, dann nein. Heißt der Hund deiner Figur Baloo? Nee, eigentlich. Welcher Hund heißt denn Baloo? Das ist ein cooler Name für einen Hund. Stimmt, ja, wenn das aber so ein großer Schwarzer ist. Das? Oh, das ist deine Figur in dich verliebt? Wahrscheinlich nicht. Liebt dich deine Figur? Wahrscheinlich nicht. Liebt deine Figur in Österreich? Nee. Okay. Nee. Dann nicht. Küsst deine Figur gut? Ich weiß nicht. Ich hab. Wahrscheinlich. Also, Traum war gut. Bist du in deine Figur verliebt? Wahrscheinlich. Das ist traurig. Guck mal her. Weiß ich schon Bescheid, der sucht gerade schon raus, die Nummer und so alles, er wird gleich anrufen. Er schreibt ihr selber jetzt einfach so, macht sie selber klar. Erklärt sie selber. Ist deine Figur in einem Robotermädchen verliebt? Okay, das ist... Ich hoffe nicht. Strange. Also ich weiß nicht oder nein? Wahrscheinlich nicht. Nee. Nein, oder einfach nein. Einfach nein. Nein. Spielt deine Figur in der türkischen Liga? Nichts, dass ich wüsste. Ich hast du was gegen Türken oder was? Nein, aber was? Hast du was gegen Gnu, dann jetzt raus. Wenn es zu spät ist. Ich muss dir. Du guckst wie dieser eine Hamster. Der dramatisch. Es gibt so einen dramatischen Hamster. Das ach so, zu spät. Ist deine Figur bei Rainbow Friends dabei? Was ist das? Was ist das haben wir doch gespielt in Roblox. Gnu? Ja. Man kann Go-Kart fahren. Echt? Oh mein Gott. Es verfolgt dich. Ach du Kacke. Was ist das hier? Ja. Was ist das denn für eine Cursed-Kacke hier? Das bist du, Maxi, guck mal hier nämlich. Ja, das ist wirklich Maxi, jetzt haben wir's. Auf jeden Fall, in dieser Szene bin ich gar nicht drin, in der Roblox-Szene. Ne? Du weißt nur, dass dieses daherkommt. Genau. Kommt deine Figur aus New York? Boah, wär cool. Wär cool? Also sag's einfach mal ja. Ich sag einfach mal ja, yeah. Weil warum nicht? Why not? Ist deine Figur berühmt? Ja. Aber jetzt nicht so krank berühmt, weißt also du? Also immer so, schon. Man kann mit ihr noch rausgehen, ohne jetzt die ganze Zeit auch. Also du kannst sie pushen quasi. Genau. Trägt deine Figur eine rote Kopfbedeckung? Ich glaube, ich habe das mal gesehen. Hast du wen in den Kopf gerade? Ja. Wen denn? Tom Holland. Hatte ich anfangs, aber dann hätte ich anders beantwortet. Ich versuche mir gerade meine Traumfigur zusammenzustellen. Ja, ja, eben. Das ist ja. Also, aber ja, Tom Holland hatte ich anfangs im Kopf. Maxi, you disgusting one. Hat deine Figur schon mal einmal blonde Haare? Ja. Ja, ne? Mhm. Safe, klar, jeder auf TikTok schon mal. Spielt deine Figur Gitarre? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber heimlich dann auch. Ja, ja, so, ja, ne? Sowieso. Weil es auch gar nicht gut, wie er spielt. Hat deine Figur das T-Virus? Ja. Hat deine Figur. Ja? Ja. Hat er? Ja. Okay, hat er. Ja. T-Virus. Ja, von Resident Evil. Ja. Wurde deine Figur schon mal vernichtet? Nein. Nein, nein, nein. Wurde nicht. Nein. Hat deine Figur asiatische Wurzeln? Ja. Okay, wir machen ja. Gnu hilft mir. Okay, sie weiß ganz genau, was gut für mich ist. Mhm. Na, Gnu?
Ja, ich hoffe, aber warum kommt da jetzt Voice of Germany? Ich wollte wo ganz anders hin. Dann mach einfach mal ja. Nein. Doch. Ja. Hä? Der ist krass. Ja? Kennst du den? Nee, zeig mal. Der ist voll musikalisch. Hallo, Pizzeria, komm. Hallo, ich hätte gern eine Pizza mit meinem Belag. Würde ein bisschen viel, haben Sie einen Zettel da? Wie geil. Voll geil gemacht, ne? Geil. Siehst du mal, mit einer schönen Stimme kannst du einfach alles schön klingen lassen. Ja, hau FX. Also, Maxi, den musst du nehmen. Mhm, das ist dein Crush. So, jetzt bin ich dran. Erzähl mal. Willst du klicken? Ja. Und ich gehe jetzt als außenstehende Person. Ja, mein Stuhl ist sehr warm. Boah, du bist voll hoch neben mir. Bist du größer als ich? Glaub nicht. Stell dich mal hin. Wie groß bist du? Ein bisschen bin ich größer. Warte, wie groß bist du laut den Zahlen? 1,72. Okay, ich bin 1,75, das passt ja dann perfekt. Ihr sagt immer, dass ihr größer seid. So, ich war zum Beispiel mit einem getroffen, der hat gesagt, nein, ich bin erst 1,72 und ich war größer. Ich sagte, nein, ich bin 1,72. Er meinte, nee, du bist 1,80. Sag ich, nein, ich wurde professionell vermessen. Er ist auch 1,72. Nur warte mal ganz kurz, aber ich bin größer als du. Nee, nur morgens bin ich 1,72. Nun, warte, was? Aber ich bin ein bisschen ich bin größer. Warte mal, ich mach hin. Du bist 1,75. Ja, und du bist 1,2. Gnus. Warte mal ganz kurz, jetzt komme ich dich nicht. Ich bin ein Riesenvibe. Du bist größer als er. Ja, ich bin auch eine große Frau. Was ist denn hier jetzt los? Wirklich, ich komme rein. Ich bin auch eure Mama. Wähle die nächste Spielthematik. Kinder. Gnu? Ich wollte sagen, Figuren oder Tiere, Mann. Okay, ja, Figuren oder Tiere. Figur. Aber da. Nee, natürlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat so laut. Okay, ist deine Figur nach der Fußballwelt berühmt? Das ist da schon so lustig. Ich weiß es auch nicht. Scheiße! Ich sehe gerade, ich bin so gerade und bin genau wie Akinator gerade. Du bist Akinator. Nein. Kennst du deine Figur persönlich? Leider nein. Okay. Oh, ist noch nicht in dein Leben getreten. Spricht deine Figur Deutsch? Die spricht so klares Hochdeutsch. Oh, das ist ja wundervoll. Nee, obwohl ich finde Akzent auch immer funny. Fehlt auch Schwäbisch so, oder? Das ist besser nett, gell? Ah, nee, dann doch lieber Hochdeutsch. Okay. Hat deine Figur blondes Haar? Nein. Wohnt deine Figur noch bei den Eltern? Ich habe so lange mit ihr gesprochen, dass sie da ausziehen muss. Die Eltern sind nicht gut zu ihr. Nein, keine Ahnung. Ich würde sagen, nein. Du kannst auch machen, ich weiß nicht, ist deine Figur, ne? Durch TikTok so bekannt geworden? Ist die durch TikTok bekannt geworden? Ich würde einfach mal sagen, ja. Okay. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? Arsch. Warte mal, Arsch hat 5. Oh. Hat der Name deiner Figur 4 Buchstaben? 4 Buchstaben sind dann Arsch. Arsch ist doch nicht 4 Buchstaben. 4 Buchstaben? Maxi. Nein, die hat einen recht langen Namen eigentlich. Ah, oh, Maxi, stimmt, krass, aber nein. Lebt deine Figur mit einem Mann zusammen? Boah. Die Schwelle ist also, übertrittst die du also? Schwelle, übertrittst du die Schwelle? Ist ja mein Crush, ich kann ja erstmal crushen. Also hat sie ein... Boah, das wäre so gut fürs Drama, ne? Ja, ein bisschen Spice. Let me add a little bit of spice. Die ist ja da vergeben. Unglücklich vergeben? Oh, okay, unglücklich, aber vergeben. Gut, ja. Das ist ja eigentlich wie Single. Hat deine Figur eine jüngere Schwester? Nee, die hat einen älteren Bruder. Ah. Nein. Aber ist doch nicht schlecht, wenn es mit ihr nicht klappt. Nein, eine jüngere gönne ich mir. Eben. Ah, ja, hat sie. Bro. Das wäre echt strange. Also ja. Wir ja, obwohl, es geht eigentlich. Wäre voll cool. Weiß ich nicht, ey. Dann muss ich auch eure Streitgespräche hören. Hat deine Figur rote Haare? Nein. Gefärbte Haare ist eh cringe. Claudia Resort. So ein Verhalten ist einfach menschenverachtend. Spaß, nein. Gefärbte Haare sind cool. Geht deine Figur immer noch zur Schule? Nee, schon längst nicht mehr dieses Jahr. Die ist erwachsen. Macht deine Figur ASMR-Videos? Boah, ich finde das schon auch nice. Magst du ASMR? Nee. Oh, okay. War deine Figur ein Offizier? Ja, oh, das war eine krasse Story von ihr. Hat sie mir mal erzählt. Hat sie mir nicht erzählt, die kennt mich nicht. Ist deine Figur von Uchiha klar? Nein, ist sie nicht. Wäre cool auf jeden Fall. War deine Figur im Dschungelcamp? Ja, war sie. Boah, das war krass. Deine Figur hat das mit König? Ja, auch. Verrückt. Läuft deine Figur auf ihr Bein? Ja, manchmal. Was? Heißt die Freundin Janine? Deiner Figur Janine? Nein. Hä? Was? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Es ist so weird. Hey, meine Schwester. Ja. Einfach mal Luna, hä? In der Familie. Krass. Ja, dann, weiß Bescheid. Liebe Freunde, Maluna ist es... Maluna meldet dich, ne, bei Ju. Maluna ist doch verheiratet.
Stimmt. In diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euren Seitensprung verheimlichen könnt. Ja, ja. Seit 15 Jahren war das, oder? Seit 15 Jahren, ja. Kann ich das vergessen. Ja. Und ich sehe Maluna wie meine Schwester. Ja? Nee. Einmal mit ihr geschrieben. Ich habe sie einmal, Einmal habe ich sie gesehen. Bei Robs Party. Robs, wie du dich gefreut hast gerade. Ja. Wie so ein kleines Kind. Wieso? Da weiß ich nicht. Doch, aber es ist halt so. Ist doch süß. Ja, die hat voll die krasse Stimme. Die kann ja, voll singen. Voll. Und das habe ich ihr geschrieben. Und das war's. Oh. Und dann hat die mich geblockt und meinte, auf, mir Post zu schicken. Und ich sage, ich war das nicht. Da war ich das aber wirklich. Spaß war ich nicht. Okay, Gnu. So. Welt nächste Spielthematik. Wir wollen eine Figur finden, oder? Ich weiß es nicht. Figur? Mhm. Figur, okay. Ja. So, trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nein. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Nein. Also willst keinen YouTuber haben. Mhm. Ist deine Figur dank der Fußballwelt berühmt? Nein. Boah, nur du und dein Fußball? Nein. Das ist Sport. Nein. Er mit solchen Waden, was er machen kann. Er kann nicht tragen. Mit der Kniebeugen machen? Ja. Squats. Nein. Ist deine Figur berühmt? Soll schon sehr berühmt sein. Boah, ich weiß nicht, ich finde Henry Cavill richtig geil. Und ich dachte mir so, boah, der wäre mir doch nicht so berühmt. So, der zockt, das ist geil. Ja. Aber ich glaube, der wäre mir einfach zu berühmt. Aber wenn er so super berühmt ist. Da kannst du ja gar nicht mit dem mal einen Kaffee trinken gehen. Oder richtig, ist doch geil, dann kannst du zu Hause bleiben. Schön, mache ich ja eh eigentlich voll der Fit. Ja. Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ja. Aber, in dieser Gesellschaft musst du eine Meinung haben zu allem. Dann würde ich sagen, nein. Nein? Nicht, nee. Okay, sprich deine Figur Deutsch? Ich weiß nicht, bin für alles offen. Ja, aber wenn er jetzt Chinesisch spricht, dann bringt es doch gar nichts. Doch, wir können Englisch reden. Oh, Language Barrier. Nee, aber der kann nur Chinesisch. Nie nam's pod nie. Ja, okay, nein. Mongolisch. Ja, aber nein, ist dann spricht die kein Deutsch jetzt. Die spricht ja, kein super. Deutsch. Ist deine Figur aus Amerika? Wir wissen da irgendwas. Ich hab mich wie so ein Lämmer an, ist voll traurig. Irgendwie so. Dann würde ich sagen, nein. Ist deine Figur ein Mensch? Ich weiß es nicht. Hey, wie, du weißt es nicht? Ja, was denn sonst? Ein Tisch oder was? Oder so ein Stuhl gleich. Ja, dann ja, würde ich sagen. Ist deine Figur bereits tot? Okay, das ist ein nein. Bisschen... Das wird so, so traurig auf einmal. Nein, ist nicht tot. Ist nicht tot? Nee. Oh, du grinst schon, ne? Der findet dich schon. Ich kann an den denken, dann wird mich schon ganz heiß. Ah, ja. Das ist Montana Black, ne? Ja. Ja, ne? Verliebt, Digga. Ist deine Figur... Hat die etwas mit Sport nein. zu tun? Ja, Monta hat nichts damit zu tun, richtig. Hat deine Figur dunkle Haare? Nein. Okay, da fallen... Sie ist sicher, sie hat jemanden im Kopf. Ja, die hat so eine, wir beide fallen raus, wir sind ja sehr dunkelhaarig. Ja. Ist deine Figur ein Politiker? Nein. Nein, okay, dann nicht Rezo. Krass, so viele Leute fallen raus hier gerade. Nein. Okay, ist auch nicht Thomas. Hat deine Figur schon mal jemanden getötet? Ja. Ja, ne? Das ist so einer. Ja. Ich wüsste gerne, wie Gnu im Kopf hat die ganze Zeit. Gnu hat jemanden... Der ist sehr hot. Ja, der muss sehr hot sein. Ist deine Figur böse? Ich stehe immer auf die Bösen. Auf die Bad Boys. Die ich nie im echten Leben daten wird, weil ich weiß, es ist toxisch, weil die finde ich immer toll. Ich fand Vegeta damals auch mega toll. Boah, aber der hat auch so irgendwie eine ganz komische Ingo Appel-Frisur. Kennst du Ingo Appel? Ja, aber das war mir damals egal. Hat deine Figur in Harry Potter mitgespielt? Nein. Boah, der hat auf jeden Fall jemanden schon. Ja. Aber Harry Potter? Ja. Nee, auf keinen Fall. Ist nicht Ron oder Harry. Besitzt deine Figur eine Maske? Nein. Aber besitzen, das weißt du ja nicht. So gut kennst du ihn nicht. Nein. Alter ist. Nein, sonst will der wieder irgendwo anders landen. Warum hast du eine Maske auf? Stammt deine Figur aus einem Spiel? Ja. Du hast ja wirklich jemanden im Kopf. Ja. Kommt deine Figur in einem Horrorspiel nein. vor? Nein. Okay. Das ist der also. Nein. Trevor Phillips von GTA. Aber weißt du, gib mal den, der ist ja von GTA. Weißt du, wie der in echt aussieht? Genau gib so, den mal ne? ein. Gib mal den Namen ein. Ich hab schon mal ein Video, glaube ich, von ihm gesehen. Und dann sage ich nämlich 100% ja. Da, so, was für ein handsome dude. Genau, look at handsome these. Handsome boy. Ja, das ist der gleiche. Nee, ich habe an tatsächlich jemand anders gedacht. Ich bin enttäuscht von Akina. Ach so, an wen hast du gedacht? An Virgil von Devil May Cry 5. How is wow. this possible? Also das ist dein Crush. Nur nein. für die Leute, die wissen wollen, auf was Gnu steht. Falls ihr auch so aussieht, dann... Ruf mich an. Ruft einfach mal an. Hier ich ist die Telefonnummer. Krass. Also meins hat er nicht gefunden. Das war schon ein Pferd. Doch, das war nein. schon die richtige Person. Genau an meiner wundesten Stelle. Echt, warum? Ich hatte da eine Operation gehabt. Oh, wie viel Spaß habe ich mir. Oh mein Gott. So, ey, liebe Freunde, das war's dann mal wieder. Akinator, vielen lieben Dank. Guck mal, wie er sich da einfach gibt, ja. ne? Als der Messias, als der, vor allem bei der Gönner. Ui. Bei mir hat er gar nicht gegönnt. Hat er gar nicht, reingegönnt. Ja. So, wo findet man Maxi? Natürlich auf OnlyFans. Und wo findet man Gnu? Natürlich auf allen anderen Plattformen. Wie außer OnlyFans. Genau, ja. Wir müssen noch so winken, dass unsere Arme wackeln. Tschüss. Hä? Ich glaub, man... Okay, mach. Hab ich noch nie gemacht, krass. Tschüss. Ich glaube, bei mir wackelt das nicht so bei krass, mir wackelt oder? Das voll übel. Tschüss.